Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal Spirit Rock Music. Heute geht es um Bob Dylans Changing of the Guards, ein Lied, das für mich einen ganz besonderen Stellenwert hat, weil es aus meiner Sicht einen Einweihungsweg beschreibt, sehr detailliert, auch wenn es vielleicht nicht so leicht zu lesen ist. Ich möchte eine solche Interpretation heute vorschlagen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Changing of the Guards zähle ich zu den Dylan-Songs, die eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen, obwohl oder vielleicht gerade weil der Text so schwer zu fassen ist. Der Song wurde 1978 auf dem Album Street Legal veröffentlicht, wo zum Beispiel auch Love in Vain enthalten ist, das für mich auch einen sehr besonderen Stellenwert hat als spiritueller Song. Changing of the Guards wurde auch als Single veröffentlicht mit Senor Tales of Yankee Power auf der B-Seite. Auch ein sehr spiritueller Song aus meiner Sicht. Aber zurück zu Changing of the Guards. Die Single schaffte es nicht in die Billboards Top 100 und wurde dennoch der 1994er Kompilation Bob Dylan's Greatest Hits Volume 3 und auch der 2007er Deluxe Edition von Dylan beigefügt. Und laut der offiziellen Webseite bobdylan.com hat Dylan den Song nach 1978 nicht mehr bei Konzerten gespielt, was auch erstaunlich ist, wenn man sieht, dass er auf den Greatest Hits Kompilation enthalten ist. Wie sehr Changing of the Guards Fans in seinen Bann zieht, zeigen einige YouTube-Kommentare. Ich möchte hier ein paar vorstellen. Zitat: Klingt wie eine ewige Melodie, von der wir nur einen Ausschnitt hören, die ein- und ausgeblendet wird. Von Benny Malone. Das erinnert an Dylans eigene Worte, der sagte, der Song bedeutet jedes Mal, wenn ich ihn singe, etwas anderes. Changing of the Guards ist 1000 Jahre alt. Ein weiterer YouTube-Kommentar. Etwas an dem Lied macht mich glücklich. Wenn ich es, gemeint sind die letzten beiden Strophen, höre, würde ich am liebsten aufstehen und sprechen. Ich weiß nur nicht, worüber. Das ist ein Kommentar von Dustins Bedroom. Und ein weiterer letzter Kommentar von Stardust Lady. Ich werde den Song nie kapieren, aber ich liebe ihn sehr. Ende des Zitats. Mein Verdacht ist, wenn ein Song solche Reaktionen hervorruft, dann muss er eine Ebene tief in uns berühren, die über den rationalen Verstand hinausreicht. Es wurde schon sehr viel über dieses Lied gesagt und geschrieben. Eine Webseite, die ich sehr empfehlen kann, ist von David Weir, Bob Dylan's Song Analysis. Er hat ihn sehr tiefschürfend analysiert und sehr beeindruckend viele Assoziationen und Bezüge herausgearbeitet. Und aus seiner Sicht handelt der Song vom Leben Christus, von seiner Geburt bis nach seiner Auferstehung. Und er beschreibt so einige Hauptthemen, Hauptstränge. Einer ist, wie Christus eine neue Weltordnung errichtet, ein weiterer Einheit versus Gespaltenheit, auch die widersprüchliche Verwendung von Personalpronomen, also ich, du, ihre, sie, seine, er und die wechselseitigen Bezüge. Dann auch das Spannungsfeld zwischen verschiedenen Zeitpunkten einerseits und der Ewigkeit andererseits. Außerdem unterschiedliche Bezüge zwischen dem Kapitän, Captain und dem Dienstmädchen, Maid. Auch Gott und Christus sowie Jupiter und Apollo im Kontext von Einheit und Gespaltenheit. Auch Krieg. Dann Aspekte des Christus, etwa guter Hirte, Osterlamm und auch Gott selbst. Weiterhin unterschiedliche Perspektiven auf die Auferstehung und schließlich auch Tarot. Der Text von Changing of the Guards lässt also eine enorme Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten zu. Ich möchte mich heute allerdings auf eine ganz spezifische Perspektive beschränken, und zwar eine gefallene Seele, die den Ausweg aus ihrem Elend sucht und dabei von helfenden Kräften unterstützt wird. Und wir wollen sehen, ob das hier Sinn ergibt, und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst mich gern wissen, was ihr davon haltet, ob ich das anspricht oder ob ihr das ganz anders seht. Aus meiner Sicht besteht ein Schlüssel zu vielen Weisheitsschriften darin, die Handelnden und die Schauplätze als Aspekte und Stationen im eigenen Inneren zu sehen. Und so kann man als erstes Thema dieses Songs sehen, der Sucher ist in die materielle Welt eingetaucht. Der aktuelle Zustand wird als disharmonisch und unglücklich beschrieben. Zitat aus dem Song: Desperate men, desperate women divided. Also verzweifelte Männer und Frauen erfahren sich als getrennt. Bevor der Mensch in die materielle Welt eintauchte, gab es keine Trennung der Geschlechter.
Zitat aus dem Song Spreading Their Wings Neath the Falling Leaves. Sie breiten ihre Flügel unter den fallenden Blättern aus. Und das mag ein höheres Potenzial andeuten, das jetzt latent geworden ist. Nur eine fast vergessene Sehnsucht ist davon noch übrig. Dann beginnt ein spiritueller Weg. Fortune calls kann man zweideutig auffassen. Es könnte auf einen Menschen hinweisen, der auf Reichtum hofft. Weiteres Zitat aus dem Song Merchants and Thieves, hungry for power, my last deal gone down. Also machthungrige Kaufleute und Diebe und mein letztes Geschäft ging leider daneben. Andererseits könnte es auch den Anfang eines Weges symbolisieren. Der Ruf aus einer höheren Sphäre erreicht den Sucher und erinnert ihn daran, dass das Leben einen tieferen Sinn hat. Fortune calls. Der Sucher ist berührt. Weiteres Zitat aus dem Song. She's smelling sweet like the meadows where she was born on Midsummer's Eve near the tower. Sie duftet so süß wie die Wiese, auf der sie geboren wurde, am Abend vor der Sommersonnenwende, in der Nähe des Turms. Und sie erinnert sich an eine Reinheit, die sie oder er, der Sucher, im aktuellen Leben vermisst. Der Kapitän, Captain, mag ein höheres geistiges Wesen sein, Gott oder Christus für die, die für christliche Terminologie empfänglich sind. Und dieses höhere geistige Wesen schickt der erwachenden Seele im Song Beloved Maid reine Energien. Ihr Gesicht ist unbeschreiblich, beyond communication, das heißt mit irdischen Begriffen nicht fassbar. Ein paar Zeilen aus dem Song zitiert: The captain waits above the celebration, sending his thoughts to a beloved maid, whose ebony face is beyond communication. The captain is down, but still believing that his love will be repaid. Ende des Zitats. Zu Beginn der Suche ist der Mensch recht unwissend gegenüber der Aufgabe, die ihm bevorsteht, und er kann kaum direkt auf die rufenden Impulse reagieren. Die helfenden Kräfte warten geduldig darauf, dass er reift. The captain is down, der Captain ist unten, also vielleicht zu Boden gegangen. Das kann andeuten, dass ein solches höheres Wesen zwar für irdische Kräfte prinzipiell unangreifbar ist, der ihm entsprechende unsterbliche Anteil im Menschen jedoch gefangen ist und so geschwächt sein mag, dass er sich nicht entfalten kann. Der Seelenaspekt im Menschen erwacht. Die Seele ist zunächst am Beginn der Suche sehr eingeschränkt. Zitat aus dem Song Shaved Head, ein rasierter Kopf. Langsam, genährt von der Energie des Kapitäns, gewinnt sie an Kraft. Aber ihr Zustand ist disharmonisch. Sie ist Kräften ausgesetzt, die sie in ganz unterschiedliche Richtungen zerren. Zitat aus dem Song They shaved her head, she was torn between Jupiter and Apollo. Dann erhält die Seele eine Botschaft aus einer höheren Sphäre, ähnlich wie es im Lied der Perle aus den Thomasakten beschrieben wird. Das Weben des darin beschriebenen Seelenkleides haben Simon and Garfunkel in Scarborough Fair sehr schön besungen. Zitat aus dem Song Changing of the Guards: A messenger arrived with a black nightingale. Die reifende Seele hat einen Zustand erreicht, in dem sie nicht mehr nur von reinen Kräften genährt wird. Nun wird sie auch dringender als bisher gerufen, heimzukehren. Sie folgt einer Nachtigall, die sie direkter als zuvor mit der ursprünglichen Energiequelle, Fountain, verbindet. Nun erkennt sie, woher sie gerufen wird und wohin sie sich wenden soll. Der Schleier, Veil, wird gelüftet. Zitat aus dem Song. I seen her on the stairs and I couldn't help but follow. Follow her down, past the fountain, where they lifted her veil. Ende des Zitats. Die Seele erfährt die Welt der Illusionen. Es ist nicht einfach, sich von der Täuschung zu befreien. Das ist der Sinn von Enttäuschung. Die Täuschung wird beendet. Bevor das geschieht, erlebt die Seele die materielle Welt der Illusionen. Nachdem sie die Reinheit der Quelle geschmeckt hat,
tritt der Kontrast zwischen Illusion und wahrem Leben umso deutlicher hervor. Zitat aus dem Song: I stumbled to my feet. I rode past destruction in the ditches, where the stitches still mending neath a heart-shaped tattoo. Renegade priests and treacherous young witches were handing out the flowers that I'd given to you. In ihrem erwachenden Bewusstsein nimmt die Seele in der Welt nur Splitter der höheren Einheit wahr. Ein anderer Dylan-Song heißt Everything is Broken, alles ist zerbrochen. Also in Changing of the Guards ist von Ruinen die Rede, Destruction, Zerstörung, von Verrat, von abtrünnigen Priestern und jungen hinterhältigen Hexen. Man sieht Herztattoos statt echter Liebe. Außerdem wird die Seele mit Lasten aus früheren Inkarnationen konfrontiert, die sie entmutigen und von ihrem Weg in die Freiheit abbringen wollen. Weiteres Zitat aus dem Song: The Palace of Mirrors, where dark soldiers are reflected, the endless road and the wailing of chimes, the empty rooms where her memory is protected, where the angels' voices whisper to the souls of previous times. Ende des Zitats. Dylan erzählt also von einem Spiegelpalast, der Schreckensbilder zeigt von endlosen Straßen und Wehklagen. Die Seele ist auf die Hilfe des irdischen Menschen angewiesen. An diesem Punkt kann die Seele nur weiterschreiten, wenn ihr Träger, der irdische Mensch, sie ganz bewusst unterstützt. Zitat aus dem Song: She wakes him up. 48 hours later, the sun is breaking near broken chains, mountain laurel and rolling rocks. She's begging to know what measures he now will be taking. He's pulling her down and she's clutching on to his long golden locks. Ende des Zitats. Der spirituelle Prozess gewinnt an Fahrt, doch es ist kein automatisches Geschehen. Der sterbliche Mensch muss der Seele helfen, deshalb weckt sie ihn auf. Die Zeitspanne von 48 Stunden mag symbolisch andeuten, dass der Mensch nicht sofort auf die richtige Weise reagieren kann. Er braucht Zeit, um sich auf die Stimme der Seele einzustellen, ihre Impulse zu verstehen, denn es ist nur ein leiser Klang inmitten zahlreicher weltlicher Ablenkungen. Die Seele hofft, dass er positiv reagieren wird, und das tut er auch. Sie verbünden sich und schaffen so einen sehr empfindlichen Seinszustand, eine unnatürliche Verbindung sterblicher und unsterblicher Aspekte. Das ist auch sehr inspirierend in Leonard Cohen's Ballad of the Absent Mare beschrieben. Schließlich steht eine endgültige Entscheidung an. Welchem Reich willst du angehören? Die vorletzte Strophe enthält den wohl einprägsamsten Teil des Songtextes, wie einige Fans ihn beschrieben haben, siehe die Zitate vom Anfang. Es genügt nicht, die Entscheidung nur einmal zu treffen, den Impulsen der Seele zu folgen. Diese Entscheidung wird immer wieder in Frage gestellt, herausgefordert, so lange, bis der Sucher einen kritischen Punkt, auf englischer Point of No Return, überwunden hat. Und nach diesem Punkt ist er dann fundamental verändert. Zitat aus dem Songtext: Gentlemen, he said, I don't need your organization. I've shined your shoes, I've moved your mountains and marked your cards. But Eden is burning. Either get ready for elimination, or else your hearts must have the courage for the changing of the guards. Ende des Zitats. Die Stimme, die ihn jetzt anspricht, ist viel direkter und fordernder als die anfänglich zarten Impulse der Seele. Man könnte sie als Jesus Christus bezeichnen, eine erhabene Energie, die der Menschheit seit langem dient. Ich habe deine Schuhe geputzt, die den Weg der Befreiung vorbereitet hat. Ich habe deine Berge versetzt, auch ein Hinweis auf die Kraft des Glaubens. Und die uns aufgerufen hat, ihm nachzufolgen, indem er uns durch das Karma-Gesetz beständig Hinweise zukommen lässt. Ich habe deine Karten markiert oder gezinkt, wie auch immer, deinen Weg vorgezeichnet. Ein Sucher mag zu der Erkenntnis gelangen, dass vieles, was er früher als Zufall abtat, Wirkungen früherer Ursachen sind, auch wenn wir oft die Details nicht kennen. Eine Gefahr in diesem Prozess besteht darin,
sich auf den Menschenverstand zu verlassen und dessen Einsichten in formale Strukturen zu pressen. Zitat aus dem Song »Ich brauche deine Organisation nicht«. Den Weg in einer Gruppe zu gehen, kann eine große Hilfe sein. Dennoch bleiben Menschen individuell. Ihre Erfahrungen werden sich notwendigerweise unterscheiden. Und persönliche Erfahrungen können nur sehr begrenzt weitergegeben werden. Während wir im globalen Maßstab in kritischen Zeiten Wachablösungen, Changing of the Guards, erleben können, ist die Wachablösung im spirituellen Sinn aus meiner Sicht ein kritischer Punkt im Leben des Suchers. Das Ego übergibt die Kontrolle an die neue Seele, diesmal endgültig. Und so endet eine Phase der Zerrissenheit zwischen edlen Seelenimpulsen einerseits und offenen oder versteckten Bosheiten andererseits. Siehe auch bei Goethe, den Satz von den zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Erlösung und Überwindung des Todes. Schließlich ist die Seele stark genug, um sich von allem zu lösen, was sie an die Vergänglichkeit band. Zitat aus dem Song: Peace will come with tranquility and splendor on the wheels of fire, but will bring us no reward when her false idols fall. And cruel death surrenders with its pale ghost retreating between the king and the queen of swords. Ende des Zitats. Für den Menschen bedeutet das den Abschied von allen Illusionen, die bis dahin noch vorhanden waren. Wir mögen an die Jünger Jesu denken, die das Ostergeschehen nicht begriffen, obwohl er sie so intensiv vorbereitet hatte. Der Siegespreis all der Anstrengungen kommt ausschließlich den unsterblichen Aspekten zugute. Sie geben dem Ego und den sterblichen Seelenanteilen nichts, worauf sie stolz sein könnten. Aus dem Song »No Reward«, keine Belohnung. Und an diesem Punkt gelten dann Paulus Worte aus dem 1. Korintherbrief 15. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? In Changing of the Guards, cruel death surrenders with its pale ghost retreating. Aus dieser Perspektive klingt die Auslöschung, der Untergang, Elimination aus der vorigen Strophe gar nicht mehr so bedrohlich, wie wir sonst glauben könnten. Vielleicht ist es nur eine ganz nüchterne Beschreibung dessen, was wir ohnehin erleben. Solange die Seele nicht genügend auf ihrem Befreiungsweg voranschreitet, stirbt das System Mensch ganz normal am Ende des Lebens und die Seele bleibt an das Sterbliche gebunden. Dann zu dem König und der Königin der Schwerter, das sind Tarotkarten. Und ich möchte jetzt nicht so sehr auf die spezielle Tarotbedeutung eingehen, aber wir können annehmen, dass sie auf eine Einheit verweisen, die im Kontrast zur anfänglichen Gespaltenheit der verzweifelten Männer und Frauen aus der ersten Strophe steht. Dylan sagt ja nicht der König der Schwerter und die Königin der Schwerter, sondern er betonte die Einheit. Auf der Seelenebene mögen sie die Einheit der Geistseele anzeigen, die mystische Hochzeit, das Ziel der spirituellen Alchemie. Es gibt ja viele Coverversionen von dem Song, da kann man sicherlich auf YouTube oder an anderen Quellen genügend finden. Mir gefällt die Version von Patti Smith sehr, sehr gut. Sie ist auf dem Coveralbum 12 enthalten. Dort findet sich zum Beispiel auch eine unglaublich beeindruckende für mich Version von Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Die hat mich fast umgehauen. Ich hielt das Lied für nicht coverbar. Und Patti Smiths Version von Changing of the Guards trifft für mich die Essenz des Dylan-Songs sehr, sehr gut. Sie ist sehr ungekünstelt, ganz klar artikuliert, also sehr gut verständlich und versucht nicht, das Original nachzumachen. Klingt also deutlich anders, aber finde ich, enthält trotzdem genau diese Essenz des Songs. Bis jetzt habe ich es noch vermieden, über die Zahl 16 zu sprechen, mit der Song beginnt. Ich bin so ein bisschen zögerlich, darauf einzugehen. Einerseits bin ich sicher, dass tiefe Weisheit in den Zahlen verborgen liegt. Andererseits sehe ich auch die Gefahr, dass man da sich vielleicht zu sehr in Spekulationen verirren könnte. Und ich denke, das ist ein ganz schmaler Grat. Also im Song heißt es am Anfang 16 years, 16 banners united over the field. Viele oder einige Kommentatoren, die sich mit dem Song beschäftigt haben, haben da biografische Bezüge hergestellt. Als Dylan das Lied schrieb, war er 16 Jahre im Musikgeschäft in etwa
Und Street Legal war zwar sein 18. Studioalbum, aber vielleicht hatte er zu dem Zeitpunkt, als er die Zeilen schrieb, gerade 16 Alben veröffentlicht. Mir geht es allerdings nicht so sehr um das Erforschen biografischer Zusammenhänge. Das finde ich einfach nicht so entscheidend in der Beschäftigung mit diesen Songtexten. Und ich möchte nur kurz ein paar Punkte andeuten, welche spirituellen Bezüge mit dieser Zahl 16 verbunden sein könnten, und fordere jeden auf und versuche es selbst auch so zu halten, nur das anzunehmen, was wirklich mit mir selbst auch eine Resonanz hat. Und das ansonsten nicht überinterpretieren. Ich habe eine Webseite gefunden, die heißt ridingthebeast.com, und dort wird gesagt, 16 ist die finale Zahl einer Schöpfung, einer Emanation, und sie steht für eine vervollständigte Inkarnation und aber auch ein Verweis auf Abellio. Dann habe ich eine Webseite gefunden, angelnumber.org. Da wird die Zahl 16 in die Ziffern 1 und 6 aufgeteilt und die 1 stehe für Autorität, den Ausdruck des Selbstes und positive Gedanken und kann eine neue Lebensphase anzeigen. Und die 6 hingegen soll sich laut dieser Webseite auf Häuslichkeit und Ausgeglichenheit beziehen. Und wenn man die beiden verbindet zur Zahl 16, dann sollen sie helfen, den spirituellen Pfad zu finden und das Leben stärker auf diesen Pfad auszurichten. Außerdem kann man sich auch mit der Quersumme beschäftigen. 1 und 6 ist 7 und die Zahl 7 gilt als sehr spirituelle Zahl. Und als letztes Beispiel gibt es noch eine Webseite thesecretofthetarot.com. Da stimme ich sicherlich nicht allem zu, was dort steht, aber interessant fand ich eine Bemerkung zur Zahl 16. Wenn die Zahl 16 häufig oder überall auftaucht in einem Song, dann steht sie, oder in einem Text, in einem Zusammenhang, wie auch immer, dann steht sie in der Regel für eine Art spirituelles Erwachen. Aber wie gesagt, wir wollen das nicht überinterpretieren. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Eindrücke, eure Gedanken, eure Erfahrungen mit dem Song. Was verbindet ihr damit? Habt ihr etwas damit erlebt? Berührt euch das? Und ja, was haltet ihr von dem, was ich hier vorgeschlagen habe? Alles Gute für eure eigene Reise, für euren eigenen Weg. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne Gefällt mir, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das hilft auch, und alles Gute, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Ciao.